Lieber Jochen, schön, dass wir uns heute wieder zusammenfinden konnten, um über kosmologische Themen zu sprechen. Wir haben ja eine mittlerweile schon eine Reihe gemacht auf YouTube über kosmologische Grundfragen, die das Feld öffnen sollen. Unser erstes Video war über den Urknall, unser zweites Video über die Gravitation, das dritte Video über das kosmische Licht und heute wollen wir über den Michelson-Morley-Versuch sprechen. Also der berühmte Michelson-Morley-Versuch 1881 in Potsdam durchgeführt und 1887 nochmal in Cleveland durchgeführt. Und wir wollen einen wissenschaftshistorischen Abriss des Versuches machen, den Aufbau und die Durchführung des Versuches besprechen, auch die Messergebnisse, wie die dokumentiert wurden, auch wo die gespeichert sind und vielleicht auch einzusehen sind, in welchen Formen. Und dann natürlich ganz wichtig über die Interpretation der Ergebnisse dieses Versuches und das Ganze dann in einen größeren kosmologischen Rahmen einbetten. Und ich habe es gleich zu Anfang angesprochen, den wissenschaftshistorischen Abriss. Das wird jetzt also ein vor allen Dingen wissenschaftshistorisch fokussiertes Video werden. Und da wäre meine erste Frage an dich, warum ist es wichtig, sich mit Wissenschaftsgeschichte zu befassen? Was kann man daraus lernen? Genau. Naja, wer meint, er habe einen besonders originellen, tiefsinnigen und einzigartigen Gedanken, der tut gut daran, gelegentlich mal sich der Wissenschaftsgeschichte, also die Wissenschaftsgeschichte vorzunehmen. Da wird er nämlich feststellen, dass die meisten dieser Gedanken schon mal gedacht worden sind. Und dann ist es interessant, in welchem Zusammenhang. Also Wissenschaftsgeschichte ist ein hochspannendes Feld, weil sie etwas aussagt, auch über das, was früher gedacht wurde und wie es in bestimmten geistesgeschichtlichen, bewusstseinsgeschichtlichen Zusammenhängen steht. Es ist ja nicht zufällig, dass bestimmte Versuche zu bestimmten Zeiten gemacht wurden, bestimmte Theorien aufgestellt wurden, Gegenargumente, Argumente dafür. Das alles hat einen Grund und hat einen Zusammenhang. Und es ist hochinteressant, das zu beobachten. Und es gibt immer auch bestimmte Konzeptionen, die eine gewisse Weile das Feld bestimmen und dann als falsch deklariert werden oder wirklich sind. Und dann heißt das aber nicht, dass sie deswegen letztendlich verschwunden wären. Sie können wieder auftauchen. Es gibt ein schönes Wort von dem großen Aufklärungsdenker Lichtenberg: Es ist ein großer Unterschied, ob man etwas noch glaubt oder wieder glaubt. Und das ist ja gerade bei der Ätherfrage sehr brisant, die uns ja beschäftigen wird. Was der Äther überhaupt ist. Also immer wieder noch die Frage, wie kommt das zustande? Was steckt dahinter? Und kann man daran anknüpfen? Und unsere Reihe ist ja auch eine Reihe über kosmologische Fragen überhaupt und auch über die Mensch-Kosmos-Frage, die mich ja als Philosophen vor allen Dingen interessiert. Die Physik wird ja hier bemüht für etwas, was sie eigentlich so gar nicht leisten kann. Aber die Physiker treten als Philosophen auf, seit der Quantentheorie, und meinen sie, da brauchen sie die Philosophen nicht, was ich für ein Irrtum halte. Das heißt, in unserem Vorgespräch hattest du gesagt, dass durch die Wissenschaftsgeschichte die Voraussetzungen sichtbar gemacht werden können und die metaphysischen Setzungen, die hinter bestimmten Theorien Ja. stehen. Ist das korrekt so? Ja, eine wissenschaftliche Theorie hat ja immer Voraussetzungen. Und viele Theorien werden in die Welt gebracht und die dürstende Menge, die diese Theorien aufnimmt, weiß oft gar nicht, von welchen Voraussetzungen ausgegangen wird. Und das ist ganz entscheidend wichtig, dass man die Voraussetzungen, die Prämissen immer mitdenkt. Alles, was wir denken, hat Prämissen, Voraussetzungen. Wenn ich andere Prämissen setze, kann ich mit denselben Phänomenen andere Ergebnisse erzielen. Das ist einfach so. Und die Wissenschaftsgeschichte hilft uns dabei, diese Voraussetzungen und Setzungen zu erkennen im Ablauf der Zeit. Genau, das ist hochinteressant zu sehen, was man gedacht hat. Und das hilft uns kolossal. Das hilft uns auch, in gewisser Weise bescheidener zu werden und gucken, was andere auch gedacht haben. Und man soll sich hüten davor, diese Wissenschaftsgeschichte, sagen wir mal, runterzuspielen, was natürlich die Cracks in den Forschungslaboratorien alle tun, die alle halten sie für Wissenschaftsgeschichte für völlig unerheblich. Es trifft
es gibt sogar die These, wer die Physik nicht wirklich kann oder wer nicht wirklich von der Physik was versteht, an vorderster Front der Forschung steht, der betreibt dann Wissenschaftsgeschichte oder Wissenschaftsphilosophie. Das wird eher runtergestuft. Mhm. Das ist ein Irrtum. Mhm. Also der Philosoph hat da auch viel zu sagen. Also die, zumal die Physiker sich ja auch einer bestimmten Philosophie bedienen. Sie sind ja nicht, sie brauchen ja auch die Philosophie und benutzen sie auch. Mhm. Ja. Okay. Ja. Dann könntest du uns dann also den Michelson-Morley-Versuch wissenschaftshistorisch einbetten? Was war das für ein Versuch? Worum ging es? Und warum ist es so ein zentral wichtiger Versuch? Welche Frage, jetzt im wissenschaftshistorischen Ablauf, welche Frage oder welche Fragen sollten beantwortet werden? Was stand im Raum damals? Ja, da muss man ein bisschen ausholen, weil auch das ein bisschen aus dem Bewusstsein verdrängt worden ist, ne? Es geht letztendlich bei dem Versuch um die Grundfrage von Bewegung und Ruhe. Was ist kosmische Bewegung? Wieso können wir Ruhe empfinden, wo etwa das Gestirn der Erde sich doch rasend schnell bewegt? Also die Grundfrage, die dann die Physiker versucht haben zu erklären, Relativitätsprinzip der klassischen Mechanik, warum merken wir nichts von der doch erheblichen Orbitalgeschwindigkeit der Erde, sagen wir mal ungefähr 30 Kilometer pro Sekunde, das sind mehr als 100.000 Stundenkilometer, warum haben wir das Gefühl der Ruhe unter unseren Füßen? Diese Frage war eigentlich eine Frage, die die Physik vorangebracht hat. Wie kommt das? Auch ein schwerwiegender Punkt für die Durchsetzung des Kopernikanismus. Warum merken wir nichts davon? Und das spielt auch in diesem Experiment eine Rolle. Hier geht es jetzt um das Licht. Vorher ging es um Körper auf der Erdoberfläche. Nicht das, da können wir noch drauf kommen. Was haben die Physiker, wie haben die sich das vorgestellt? Was ist das Relativitätsprinzip der klassischen Mechanik? Ganz kurz gesagt, eine verknappte Formel gebracht. Eine geradlinig gleichförmige Bewegung ist identisch mit Ruhe. Kann nicht festgestellt werden. Also ist sozusagen nicht möglich. Deswegen ist das eine der zentralen Formeln ja der klassischen Physik ist ja F gleich M mal A und da kommt die Beschleunigung vor, also Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Die Beschleunigung gilt als Kraftgröße, nicht dagegen eine geradlinig gleichförmige Bewegung. Das ist wie, als ob sich der Körper oder ein Gestirn in Ruhe befände, also die Grundfrage. Und jetzt hat man gedacht, das müsste man auch mal mit dem Licht machen. Also es war im Grunde genommen eine ganz naheliegende Geschichte. Vorher waren es die Körper auf der Erdoberfläche und warum unsere Wahrnehmung abgeschottet ist gegenüber dieser doch erheblichen Orbitalgeschwindigkeit, gibt ja auch die Geschwindigkeit des Sonnensystems in der Galaxis und so weiter. Wir merken nichts davon, wie wir auch nichts merken von der Rotationsbewegung und so weiter. Die Physiker haben ihre Erklärung dafür, die ich alles für falsch halte. Das habe ich ja auch in anderen Videos schon dargestellt. Darüber sprechen wir noch. Nun war die Frage, wie kann man das auf das Licht übertragen? Kann man nicht auch versuchen, zumindest die Frage zu stellen, wie verhält es sich dann mit dem Licht, wenn ich einen Lichtstrahl aussende? Einfacher Grundgedanke, wenn ich einen Lichtstrahl aussende in Richtung der Orbitalbewegung, dann müsste das einen anderen Wert ergeben, als wenn er in die entgegengesetzte Richtung den Lichtstrahl aussende. Einmal, nicht? Also C, Lichtgeschwindigkeit, minus V, Erdgeschwindigkeit und im oder auch C plus V. Das müsste man irgendwie experimentell hinkriegen, dass man das unterscheiden kann. Also das ist ja so, wenn man im Speisewagen eines Zuges sich bewegt und läuft in Fahrtrichtung und nimmt einen ruhenden Punkt außen an, dann ist der Betreffende, der da lang läuft, etwas schneller als der fahrende Zug, ne? Er hat etwas mehr. Er bleibt in dem Zug und innerhalb des Bezugs ist es ein sogenanntes ruhendes Inertialsystem. Die Physiker haben so ihre eigenen Vorstellungen, ein Bezugssystem, was quasi in sich in Ruhe ist. So, jetzt war die Frage, wie kann man das feststellen? Das war sehr schwer, weil die Lichttheorie ja erst im frühen 19. Jahrhundert überhaupt, sagen wir mal, in die Richtung kam, dass Licht als Wellenbewegung verstanden wurde. Im 18. Jahrhundert
das haben wir auch in unserem Video über das kosmische Licht schon gesagt, ich sage es nochmal, galt, Licht ist ein Teilchenschauer. Das war die Korpuskulartheorie von Newton. Und die Wellentheorie hatte anfänglich sehr große Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einer der Hauptgründe, warum das so schwierig war, war der, worin schwingt das Licht? Was ist das Medium einer doch offenbar transversalen Wellenbewegung? Worin schwingt das Licht? Und wenn es einen Stoff oder einen Quasi-Stoff gibt, welche Eigenschaften müssten diesem Stoff zugesprochen werden? Und da kann man auf vollkommen paradoxe und extreme Eigenschaften, die dieser Stoff haben müsste, dieser sogenannte Äther. Und das hat dann zu dem Versuch geführt. Maxwell war der Erste, der einen Vorschlag gemacht hat, wie man es machen könnte. Und Magelson hat es dann auf seine Weise gemacht. Nochmal, um das verständlich zu machen. Man nahm als Vergleich einen Fluss. Und da gibt es verschiedene Überlegungen schon sehr früh. Wenn einer schwimmt mit der Strömung und zurück, oder wenn einer quer zum strömenden Fluss schwimmt, hin und zurück, wer ist schneller, wer kommt schneller an? Das kann man ganz klar dann berechnen. Es ist relativ einfach. Die Mathematik ist überfordert, auch einen Zehntklässler nicht. Das ist eigentlich eine ganz einfache Mathematik, die man da anwenden muss. Und dann könnte man ja rein logisch sagen, da kommt man nicht unbedingt drauf, wer schneller. Wer ist schneller? Oder wer braucht mehr Zeit? Der Hin- und Zurückschwimmer, also jetzt von einer bestimmten Strecke aus gesehen, oder der Querschwimmer, natürlich die gleiche Strecke. Es ist also so, dass der Hin- und Zurückschwimmer verliert. Er braucht länger. Das kann man sozusagen auch ganz klar und plausibel machen. Der Querschwimmer gewinnt. Nun ist es interessant, wenn man das auf das Licht überträgt. Ich gebe mal ein Beispiel, wie der Michelson das versucht hat, vom Wasser aus zu sagen. Weil wir können hier nicht den Michelson-Morley-Versuch vorführen. Im Internet gibt es ja Präsentationen, auch mit Computersimulationen. Und man muss ein bisschen mitdenken. Und ich lese mal vor, was der Michelson, wie der sich vorgestellt hat, wie man das übertragen kann. Also jetzt Michelson, der den Versuch dann auch gemacht hat. Man kann sich die Tatsache, dass die Zeit in diesem Falle größer ist, also bei dem in der Strömungsrichtung schwimmenden Schwimmer, der dann auch zurückschwimmt, wenn man einen Ruderer an einem Boot betrachtet, und zwar zunächst auf einem ruhigen Teich, dann auf einem Fluss. Wenn er beispielsweise mit einer Geschwindigkeit von 6 km in der Stunde rudert und die Entfernung zwischen den Stationen 18 km beträgt, so würde er 3 Stunden brauchen, um hinzurudern und 3, um zurückzurudern. Also im Gesamten 6 Stunden. Das wäre die Zeit, wenn keine Strömung vorhanden ist. Wenn eine Strömung vorhanden ist, etwa von 1,5 Kilometer in der Stunde, dann würde die Zeit, die er braucht, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen, nicht 18 durch 6 sein, sondern 80 durch 6 plus 1,5. Also 2,4 Stunden. Auf dem Rückweg würde die Zeit 18 durch 6 minus 1,5, also 4 Stunden betragen. Und das ergibt mit der anderen Zeit zusammen 6,4 Stunden statt 6 Stunden. Er braucht also länger, um hin und her zu gelangen, wenn das Medium in Bewegung ist, als wenn es in Ruhe ist. Wir können also begreifen, dass das Licht länger gebrauchen wird, um in der Bewegungsrichtung der Erde hin und her zu gelangen. Der Zeitunterschied ist indessen winzig. Das muss man einfach sagen, er ist winzig. Das ist also ein Wert, der bei 100 Millionen liegt. 1 durch 100 Millionen. Ein winziger Betrag wird es im Fall des Lichtes sein. Nicht? Das ist die berühmte V² durch C². Also 1 minus V² durch C² ist eine winzige Größe. Und Maxwell meinte, das sei nicht messbar. Michelson aber meinte, das müsste messbar sein. Das müsste man irgendwie rauskriegen. Also nochmal zu der Grundfrage. Kann man feststellen über ein Lichtexperiment, wie groß die Erdbewegung ist, wie schnell die Erde ist? Also Bestimmung der Erdbewegung über ein Lichtsignal. Wenn das möglich ist, dann ist es etwas vollkommen anderes, als wenn das nicht möglich ist. Wenn man der Auffassung ist, dass Relativitätstheorie der klassischen Mechanik gilt auch für das Licht,
dann müsste man gar nichts merken, dann müsste gar kein Unterschied sein. Dann ist es wie ruhend. Weil laut der klassischen Mechanik Bewegung gleich Ruhe. Richtig. Also, ja. Gleichförmige Bewegung. Richtig. In gewisser Weise, natürlich, die Erde ist keine wirklich gleichförmige Bewegung, aber die Grundtendenz ist es. Also, war die Frage, was kommt dabei raus? Mhm. Und dann... Also es war einfach die Neugierde, was passiert, wenn man die klassische Mechanik auf das Licht der Erde anwendet, also Lichtphänomene auf der Erde anwendet. Richtig. Also man könnte ja einfach sagen, ich sende mal einen Lichtstrahl in Richtung der Erdbewegung und einen in die entgegengesetzte Richtung. Gibt es da einen Unterschied? Das hat man nicht berechnet. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Es geht bei diesem Versuch um eine Hin- und Zurückbewegung. Das haben Kritiker immer gesagt. Es geht nicht um eine Einwegbewegung, sondern eine Zweiwegbewegung. Hin und zurück mit einem komplizierten oder doch auch relativ einfachen Spiegelsystem. Ist was anderes. Und jetzt kommen wir langsam in den Versuchsaufbau. Richtig. Also das, im Grunde genommen ist es ganz einfach. Man ist davon ausgegangen, man hat einen Lichtstrahl ausgesendet auf eine schräge, planparallele Platte, die zum Teil versilbert ist, zum Teil durchlässig. Und genau an diesem Knackpunkt geht ein Strahl genau in der Richtung weiter, der andere wird im rechten Winkel abgelenkt. Wieder auf Spiegel zurückgespiegelt, wieder zu diesem Punkt und dann ein sogenanntes Interferometer, was beobachtet, gibt es da einen kleinen Unterschied oder gar keinen Unterschied. Also ein ganz einfaches System. Ein Lichtstrahl wird ausgesendet, der kommt auf eine 45 Grad dagegen geneigte planparallele Platte, die zum Teil verspiegelt ist, zum Teil also versilbert und zum Teil einfach durchlässig. Und die werden weitergespiegelt auf weitere Spiegel, die werden zurückgespiegelt und dann in ein Beobachtungsfernrohr geschickt, in das sogenannte Interferometer. Und wenn es da einen Unterschied gibt, dann müsste sich das in einer Interferenzerscheinung zeigen. Eine kleine Interferenz müsste bemerkbar sein, oder eine große oder gar keine Interferenz. Also war durch die Bewegung der Erde. Durch das Medium, in dem das Licht dann schwingt. Weil man annahm, dieser Äther, wenn es ihn gibt, über seine Eigenschaften reden wir noch, ruht. Es geht um die Frage des ruhenden Äthers. Ja. Also wir haben zwei Ingredienzien in dem als Ideen für den Versuch. Einmal die Übertragung der klassischen Mechanik auf das Licht und die zweite die Ätherfrage, also das ist die Frage nach dem Medium, in dem das Licht schwingt. Und der Versuch sollte jetzt beide Fragen oder zumindest eine der beiden Fragen beantworten. In gewisser Weise beide Fragen. Das war natürlich schwierig und da kamen die Physiker auch in große Probleme. Darüber reden wir noch. Also was hat der Versuch überhaupt dargestellt? Also der Versuch war klug konzipiert und nun war die Frage, was kommt nun raus bei dem Versuch? Bei dieser winzigen Differenz, ich sage das mal, 1 durch 100 Millionen, ist das spürbar oder nicht? Das wurde vorher errechnet oder wie? Das kann man ausrechnen. Okay, das kann man relativ solide... Also man hat das Ergebnis vorher postuliert, was eigentlich hätte auftreten sollen. Ja, also okay. Man kann ganz das solide ausrechnen. Ich sag mal, die Mathematik dieses Versuchs ist relativ einfach und kann Zehntklässler verstehen. Das ist wirklich ganz simpel. Also man konnte es ausrechnen. Die Differenz müsste die minimal sein. Dann zeigt sich das an den Interferenzerscheinungen. Mhm. Und man hat den ersten Versuch 1881 gemacht in Potsdam-Babelsberg. Mhm. Und da zeigte sich weitgehend kein Resultat, nur eine Winzigkeit. Also sozusagen, es gab schon eine kleine Abweichung, aber die war nicht sehr groß. Nicht zu vergleichen. In welcher großen Ordnung? 6 bis 8 Kilometer pro Sekunde. Also da war nicht die 30 Kilometer pro Sekunde der Erdbewegung, weil ich war nicht ablesbar. Ah, okay. Ja, man hat aus der Interferenz auf die Geschwindigkeit der Erde geschlossen. Ja, und das dann verglichen mit der, was man gewusst oder vorher als Richtwert kannte, nämlich diese 30 Kilometer pro Sekunde. Ja, okay. Idealiter hätte man ja die 30 Kilometer pro Sekunde rauskriegen müssen. Nicht? Also sozusagen. Dann ist ja die Frage. Wie kam man eigentlich zu dem Referenzwert? Nur so als kleine. Lass uns das mal einen Moment noch erstmal so weiterverfolgen. Okay. Weil das dann im Einzelnen dann sehr komplex wieder wird. Nochmal den einfachen Grundgedanken. Okay. Also es gab die Vorstellung, der Äther ruht. Und wenn sich ein Körper, in diesem Fall also das Gestirn Erde mit der Atmosphäre, durch diesen Äther bewegt, müsste es eine Art von Ätherwind geben.
die ein Gegenwind erbläst. Das war ein ganz alter Gedanke, der schon Kopernikus entgegengehalten wurde. Wenn diese Erde sich tatsächlich so rasend schnell bewegt, dann müsste irgendwas spürbar sein. Es müsste merkbar sein. Aber es ist nichts spürbar. Warum nicht? Ja. Nach meiner Überzeugung hat es ganz andere Gründe. Da habe ich schon drüber gesprochen. Ich kann es nachher gerne nochmal sagen. So, es müsste ein Ätherwind geben. Diese Werte, die da rauskamen, waren, sagen wir mal, könnte man sagen, Messungenauigkeiten oder auf jeden Fall reichten sie nicht. Aber es war kein Nullresultat. Das ist schon mal wichtig. Zunächst mal wurde lange Zeit dann behauptet, es hat ein Nullresultat gegeben. Mittlerweile ist man mittlerweile etwas großzügiger. Ich habe nochmal bei Wikipedia nachgeguckt. Da wurde es immerhin erwähnt, was früher auch zum Teil nicht erwähnt wurde, dass es da doch kein absolutes Nullresultat gegeben hat. Dann hat der Michelson nochmal mit einem Kollegen, einem Chemieprofessor Morley, in Cleveland den Versuch durchgeführt. Nochmal ganz ausdifferenziert. Im Keller. Ist auch wichtig, wo. Ja, also im Keller. Hat alle möglichen Abschirmungen vorgenommen. Selbst die U-Bahn kam zum Stillstand und so weiter. Auf jeden Fall, es war so. Und das Ergebnis war wieder ähnlich. Es gab geringfügige Werte, aber die reichten nicht. Aber es gab sozusagen quasi Ätherwindwerte. Ja? Also nicht absolut null, aber mehr oder weniger null. Und dann, um das gleich noch weiterzuführen, ist der Versuch immer wieder gemacht worden. Nachher, auch als Michelson ausgeschieden war, hat Morley mit einem gewissen Miller die Versuche nochmal wiederholt. Ausdifferenziert in den 20er Jahren. Und der hat nur ganz extreme Werte festgestellt. Zum Teil mit 200 Kilometer pro Sekunde. Das war damals eine Sensation. Auch Einstein äußerte sich dazu, weil ja dieser Versuch ist ja... Das war auch eine Höhe, hattest du gesagt. Ja? Zum Teil. Nicht generell, aber sie haben auch verschiedene Höhen ausgetestet. Und das hat da stellte man fest, die Höhe hat einen Einfluss auf diesen Wert. Von der von mir ja oft dargestellten Radialfeldforschung verständlich, weil auf der Erdoberfläche in Meeresspiegelhöhe herrschen andere Verhältnisse als schon 10 Kilometer oder 20 Kilometer oder auch nur 500 Meter darüber. Das heißt, die Werte sind anders. Auch die atomaren Schwingungen sind anders mit Blick auf das jeweils herrschende Gravitationspotenzial. Man muss ja wissen, dass das der Schlüsselversuch war für die spezielle Relativitätstheorie Einsteins. Einstein war alarmiert, als er davon hörte und hat sich dazu geäußert und ein bisschen verlegen und so weiter. Es gab keine klare Äußerung, aber die Gegner Einsteins haben natürlich triumphiert und gesagt, es gibt ja doch den Wert. Da kam sogar einmal 208 Kilometer pro Sekunde raus, Einstein irrt sich. Aber so einfach ist es nicht, weil diese Werte müssen ja auch interpretiert werden. Man muss ja sagen, grundsätzlich, die Deutung der Versuche steht ja nicht in Leuchtbuchstaben vor einem. Alles, was wir beobachten, muss interpretiert werden. Und diese Interpretation geschieht im Rahmen bestimmter Voraussetzungen. Und wenn ich andere Voraussetzungen habe, komme ich auch zu anderen Ergebnissen. Die flache Erde-Freaks, die meinen ja, der Michelson-Morley-Versuch hat eigentlich bewiesen, die Erde bewegt sich überhaupt gar nicht. Was soll man da lange rumreden? Das ist doch so, man sieht es doch. Also eine andere Interpretation dieser Sache. Ja? Und da wird dann wieder die Voraussetzungen, die Erkenntnisse aus der Wissenschaftsgeschichte, also die Voraussetzungen, die die Interpretation der Versuchsergebnisse beeinflussen. Ja. Die Versuchsergebnisse sind die gleichen, aber die Interpretation ändert sich je nachdem, welche Zeitalter. Und welche Prämissen man setzt, ist ja hochinteressant. Was sind das für Prämissen? Sind das abstrakte, mehr oder weniger tote Prämissen oder habe ich eine ganz andere Grundvoraussetzung? Dann kommt man letztendlich auf kosmologische Fragen und das beschäftigt uns ja auch, das werden wir auch noch hier weiterverfolgen, in was für einem Kosmos leben wir überhaupt? Und wie ist der Kosmos beschaffen? Wie sind wir darin verortet? Und was hat das zu tun mit Physik? Und kann die Physik überhaupt Kosmologie sein? Ich habe ja immer wieder gesagt, das geht gar nicht. Es gibt überhaupt keine physikalische Kosmologie. Die Physiker sind damit überfordert, weil sie bestimmte Messergebnisse interpretieren in einem bestimmten Sinne, was man nicht tun sollte. Aber da gibt es Gegenargumente. Ich habe genügend Gegenargumente. Kurzum, also, es gab
sagen wir mal, einen changierenden Bereich. Es war nicht so eindeutig. In die Lehrbücher wurde natürlich dann reingeschrieben, alles ganz klar, die Ergebnisse waren null. So, was denn nun? So, nun kam die Frage auf, da war das große Rätselraten. Michelson selber hat gegrübelt, sagt, irgendwie, irgendwas kann nicht stimmen. Und dann gab es verrückte Hypothesen. Einige sagten, naja, es könnte ja sein, dass die Strecke in der Richtung der Orbitalbewegung quasi ein bisschen kürzer wird. Dass also dass alle atomaren Moleküle zusammenschrumpft. Eine Streckenverkürzung. War das schon beeinflusst durch Einstein? Nein, das war lange vor Einstein. Da hat Einstein noch gar nicht darüber nachgedacht. Also das war vor Einstein. Die Frage, gibt es das? Oder dann gab es schon früh, hat ein Mathematiker das sich ausgedacht, könnte ja sein, dass die Zeit in der Bewegung eine andere ist. Da kommt man schon, sieht man schon die spezielle Relativitätstheorie. Die Zeit läuft anders in der Bewegung. Also diese Minimaldifferenz, von der wir gesprochen haben, könnte damit zusammenhängen, dass in der Bewegung eine andere Zeit läuft. Auch eine kühne These natürlich, eine absolut kühne These. Nicht? Dann kam die Interpretation von Einstein in der Annalen der Physik 1905. Da sagte er einfach, ja, das Licht verändert sich gar nicht. Das Licht ist eine absolute Größe. Aber was sich verändert, sind die Raum- und Zeitmaße. Sozusagen. Das war eine abenteuerliche Theorie, könnte man sagen. Viele haben sie nicht abgelehnt, auch Michelson hat sie abgelehnt. Wie ist das überhaupt zu erklären? Da hat man also eine extreme Theorie, die man mathematisch auch durchrechnen kann. Indem man einfach sagt, wenn sozusagen die Größe C, Lichtgeschwindigkeit, festfriert und Raum und Zeit sozusagen darum baut. Was natürlich schwierig ist, weil die Geschwindigkeit ist ja letztlich definiert durch Raum und Zeit. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Zirkelschluss. Auf jeden Fall hat dieses Experiment dann dazu geführt, dass in Physikerkreisen der Gedanke ventiliert wurde, Einstein könnte recht haben, obwohl er zunächst ganz unbekannt war und die breite Öffentlichkeit davon gar nichts erfahren hat. Das muss man dazu sagen. Einsteins Weltruhm kam erst viel später, 1919, nicht? Durch die berühmte Sonnenfinsternis-Expedition. Das war aber was ganz anderes. Also, man hat ein Experiment gemacht, das man in bestimmter Weise interpretieren konnte. Die naheliegendste Interpretation war natürlich die dann aber zurückgewiesen wurde aus anderen Gründen. Die Erde hat den Äther mitgenommen. Das war natürlich sofort naheliegend. Warum nicht diese Erklärung? Also die Lufthülle der Erde, die auch von der Erde mitgetragen wird, der Äther wird mitgetragen. Und wenn die Erde im Verhältnis zum Äther ruht, kann es ja keinen Ätherwind geben. Dann hat man verschiedene Experimente vorgenommen, wo man glaubte, man könnte das widerlegen. Ja, indem man also festgestellt hat, die Lichtgeschwindigkeit bei strömendem Wasser ungefähr 3/4 c und im ruhenden Wasser ist verglichen. Man stellte fest, da gibt es Abweichungen und hat es dann zurückgewiesen, diese Hypothese. Weil das kann nicht sein. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du es mal wiederholen, warum das widerlegt? Ja, weil es nicht genau genug ist. Das heißt, die Mitnahme kann allenfalls eine partielle sein. Eine partielle, nicht eine vollständige. Und dann war man schnell auf die Auffassung gekommen, das kann nicht sein. Ich sage nochmal, man ging von der Auffassung aus, der Raum ist erfüllt mit diesem allerfeinsten Stoff, dem sogenannten Äther, der gleichzeitig eine große Dichte hat und eine große Elastizität und durch den die Materie eigentlich sich durchbewegt. Und wenn es Bewegung gibt, dann gibt es eine Art Ätherwind. Und kann der Äther mitgetragen worden sein? Das wurde abgelehnt, dass diese Werte stimmen nicht. Das heißt, die Werte konnten nicht interpretiert werden. Und damit war die These erledigt. Man kann es natürlich ganz anders interpretieren. Das habe ich ja auch getan. Ich sage es nochmal hier, dass man davon ausgeht, dass von der von mir angenommenen Radialverstrahlung der Erde, das heißt der Auflösung der Materie im Gestirnkern und der radialen Verstrahlung in Richtung, dass dieses Verstrahlungsfeld, was uns als Gravitation auch in der Wirkung erkennbar ist, dass das den Äther darstellt und dass das im zentralen Entstehungsfeld mitgeführt wird.
Das heißt, dass, da gibt es diesen Erdorbit gar nicht und deswegen kann es auch kein Ergebnis geben. Das heißt, im Grunde genommen, die Erde ist eine quasi Rune für die Gegenstände und Lebewesen auf ihrer Oberfläche, aber in Wirklichkeit bewegt sie sich. Es bedarf dieses Erdorbits nicht, weil der Äther, wenn man den Begriff überhaupt verwenden will, ist dieses Kernverstrahlungsfeld selber. Das heißt, die Materie zerstrahlt in die primordiale Energie, in das primordiale Feld, in radialer Form und hält das Gestirn zusammen, trägt das Gestirn durch den Raum und die Materie ist im Verhältnis zu dieser Radialfeld ruhend. Insofern kann es keinen Erderwind geben. Insofern kann es auch keine Abweichung geben. Wenn es doch eine geringe Abweichung gibt, muss es zusammenhängen A, mit der Höhe und mit Tages- und Jahreszeiten. Weil die nach der Überzeugung der Radialfeldverstrahlung entsteht ja Licht im Gegeneinanderwirken der Felder, das habe ich ja erklärt im letzten Video auch, im Gegeneinanderwirken der Verstrahlungsfelder. Und das verursacht auch eine variable Lichtgeschwindigkeit, ist keine absolute Größe. Insofern kann man das dann damit erklären. Das heißt, diese Lichteffekte durch das Gegeneinanderwirken der Verstrahlungsfelder sind die Ursache für, dass bei dem Ergebnis, bei dem Michelson-Morley-Versuch nicht null rauskam, sondern irgendwie 6 km/s. Ja, unterschiedlich. Also es waren immer ein bisschen andere Werte. Okay. Manche sagen, es sind Messungenauigkeiten, aber es gibt so ganz, absolut kann es nicht sein. Aber ist auch eine Frage, wo misst man das? Also dieses, um es mal klar zu sagen, dieses Experiment galt als Experimentum crucis, wie man das sagt, als ein Schlüsselexperiment. In allen Lehrbüchern der Physik und auch wenn man nachguckt im Internet, wie das interpretiert wird von der herrschenden Sicht, also wird immer wieder gesagt, dieser Versuch hat klar bewiesen, es gibt den ruhenden Äther nicht, es gibt keinen Ätherwind, also gibt es den Äther überhaupt nicht, wir brauchen den Äther gar nicht. Das ist ja die Frage, dieses Medium, das das Licht transportiert, der Lichtäther, ist der überhaupt notwendig? Viele sagten da noch Einstein, nein, den brauchen wir eigentlich überhaupt gar nicht. Wir haben ja den Raum. Da wird der Raum, der quasi der, das Vakuum, wird zu, das Schwingen nichts, wird zum Schwingenden Nichts. Wie das ja auch noch die herrschende Physik heute annimmt, da gibt es durch die Quantentheorie, gibt es da Abweichungen, aber im Prinzip wird es angenommen, sein schwingendes Licht, nichts quasi. Und das ist ja eine erstaunliche Voraussetzung, nicht? Dass wer heute sein Handy bedient oder auch sonst die ganze digitale Welt, surft ja sozusagen auf diesem Feld und denkt ja auch gar nicht darüber nach, welche Ungeheuerlichkeit daran liegt, dass das alles gleichzeitig ist, dass zig Millionen, Milliarden Schwingungen gleichzeitig existieren, die sich nicht überlagern, auch stören können und so weiter. Das Ganze ist nur, weil dieses Feld letztlich eine primordiale Größe, die Urgröße eigentlich der Physik darstellt. Das habe ich ja eingehend nochmal dargestellt. Da kann man dann annehmen, dass da dürfte es keine Ätherwind-Resultate geben. Aber ich muss nochmal dazu sagen, zu diesem Äther, weil man da noch genauer reingehen muss. Was haben sich die Physiker, es sei denn, du willst noch was vorher mich fragen, dann kannst du es auch tun. Was haben sich die Physiker eigentlich vorgestellt? Ich darf das nochmal ganz kurz darstellen, weil das doch wichtig ist. Wenn es diesen Lichtäther gibt, ich bin der Auffassung, es gibt ihn. Es gibt ein primordiales Feld, das ist gleichzeitig der Bewegungsträger der Gestirne und in diesem Urfeld, in dieser Urverstrahlung, diesem Raumenergiefeld, finden alle physikalischen Prozesse statt. Und dieses hat ganz bestimmte Eigenschaften. Und das war ja ein quälendes Problem für die Physiker. Das hatte nichts zu tun mit dem, was sie vorher gedacht hatten. Ich darf es mal ganz kurz vorlesen, das ist nicht weit. Das ist besser, als wenn ich es jetzt freihändig hier zitiere, also so darstelle. Dann erlaube ich mir mal, hier das Wort zu lesen aus meinem Buch Räume, Dimensionen, Weltmodelle. Halt's auch noch mal kurz in die Kamera. Ja, bitte, sehr gerne. Worin schwingt das Licht? Die Herausforderung des Lichtäthers und das Rätselraten um die Michelson-Morley-Versuche. Also, ich lese mal kurz diese anderthalb Seiten vor. Die lähmende Autorität Newtons
hat das ganze 18. Jahrhundert hinweg eine tiefere Erörterung der Lichtfrage verhindert. Die Wellentheorie des Lichts wurde von den Physikern fast einhellig abgelehnt. Es ist auch interessant, dass eine lähmende Autorität eines Einzelnen in der Lage ist, Evidenzen quasi unsichtbar zu machen. Das ist erstaunlich. Ich meine, wir alle sind auch von Autoritäten abhängig. Keiner ist frei davon. Wenn ein Mensch, den man sehr schätzt und als Autorität ansieht, etwas sagt, hat es einen höheren Wert, als wenn es Lieschen Napf sagt. Also egal, ich hatte sowieso keine Ahnung. Aber wenn der das sagt, aha, muss ich doch drüber nachdenken. Newton war ein Halbgott im 18. Jahrhundert. Und selbst zu dem Zeitpunkt, als die Beweise für die Wellennatur des Lichts unwiderlegbar waren, also seit Gustav Fresnel und Thomas Young im frühen 19. Jahrhundert, hatte die neue Lichttheorie Schwierigkeiten, sich großflächig durchzusetzen. Und das aus einem Grund. Es gab keine befriedigende Antwort auf die Frage, worin das Licht schwingt oder was da eigentlich als Licht eine transversale Wellenbewegung ausführt. Auch interessant, wie kommt die Geradlinigkeit zustande, wo die Wellenbewegung doch in am rechten Winkel dazu steht. Nicht einfach zu erklären. Die Physiker haben es nicht wirklich erklärt. Einfach zu sagen, dass Lichtwellen schwingen, ohne dass es ein Medium oder ein wie immer geartetes Etwas gibt, das diese Schwingung ausführt, war zunächst kein Gedanke, der sinnvoll oder fruchtbar erschien. Er hat sich erst im 20. Jahrhundert durchgesetzt. Was nicht heißt, dass der Gedanke, dass Licht einfach im Nichts und als Licht schwingt, in irgendeiner Form plausibler geworden wäre. Das wird aber angenommen. Mag ja der Elektrotechniker X der Auffassung sein, die theoretischen Physiker können sagen, was sie wollen. Ich glaube dann doch letztlich an den Äther und so weiter. Aber sie haben sowieso Experimentalphysiker, die widersprechen ungern den theoretischen Physikern, weil die sind so bekannt und die Experimentalphysiker kennt ja kaum einer. Die kannst Meriten ja nur erwerben, wenn du wirklich da in diesem Feld dich tummelst. So, wenn sich ein Korken im Wasser bewegt, so lässt sich der rhythmische Tanz desselben mühelos mit den Augen verfolgen. Okay? Im Vergleich mit dieser sinnlich anschaulich fassbaren Wellenbewegung des Wassers, das ist ja der Vergleich, ist die Wellenbewegung des Lichtes von unfassbarer Größenordnung. Nun einfach nochmal in Erinnerung rufen. Einer Größenordnung, der gegenüber der sinnlich-empirische Mensch gleichsam den Boden unter den Füßen verliert, weil sie rundweg jede Anschaulichkeit aus den Angeln hebt. Und genau da liegt die Rätselfrage. Welches wie immer vorgestellte stoffliche oder quasi stoffliche Medium ist in der Lage, ca. 400 bis 750 Billionen Schwingungen in einer Sekunde auszuführen? Und das bei einer Wellenlänge, die weniger als ein Tausendstel Millimeter beträgt. Ein Tausendstel Millimeter sind 1000 Nanometer. Im roten Teil des Spektrums bedeckt die Wellenlänge ca. 700 Nanometer und im blauen Teil ca. 400. Aus dem Produkt von Frequenz und Wellenlänge lässt sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes berechnen. So, jetzt die Frage, welcher Stoff oder Quasi-Stoff lässt sich mit diesen Befunden vereinbaren? Das hat die Physiker im 19. Jahrhundert zum Wahnsinn getrieben. Wie ist es überhaupt möglich? Was ist das überhaupt? Was kann das sein? Dem Lichtäther als dem Übertragungsmedium der transversalen Wellenbewegung, die Schwingungsbewegungen erfolgen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Wellen, müssen Eigenschaften zukommen, die ans Fantastische grenzen, wenn man von den gemeinhin bekannten Stoffen als Maßstab ausgeht. Was anderes kannte man ja nicht. Man wäre ja dann quasi genötigt gewesen, und das war man auch, in gewisser Weise in die Metaphysik zu gehen. Denn dieses Feld ist sozusagen nicht von dieser Welt, könnte nicht von dieser Welt sein. Transversale Wellen tritt normalerweise nur bei Medien mit Gestalt, Elastizität auf, also bei festen Körpern, nicht aber bei Flüssigkeiten oder Gasen. Der Lichtäther, das wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend deutlich, muss zugleich von äußerster Dichte,
äußerster Elastizität und äußerster Feinheit sein. Alle Erfahrungen der Physik zeigen, dass die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Welle sowohl von der Dichte als auch von der Elastizität des Mediums abhängig ist. Michael, der den Versuch durchgeführt hat, hat auch diese Frage beschäftigt. Und er hat darüber Überlegungen angestellt, die lese ich mal vor, weil sie in der Physik des 19. Jahrhunderts verortet ist, weil heute denken die Menschen gar nicht mehr darüber nach, über diese Ungeheuerlichkeit eigentlich. Nicht, dass aus dem sozusagen die Annahme eines schwingenden Vakuums, was es eigentlich bedeutet. Und wenn es nicht so schwingende Vakuum ist, was ist es dann? Das ist eine Energie im Raum. Eine Raumenergie. Welche Eigenschaft hat diese Raumenergie und was hat sie zu tun mit der Materie? Da waren die Physiker ja vollkommen überfordert. Sie wussten ja gar nicht, wie überhaupt dieser Äther zur Materie steht. Und im Hintergrund war es, um auch noch dazu sagen, die schon aufkommende Feldtheorie von Faraday und Maxwell. Das ist wichtig, die im Hintergrund war. Fast war das das gleiche, Feld und Äther. Michelson schreibt: Man kann sehen, dass die Störung sich sehr schnell fortpflanzt, wenn das Medium sehr elastisch ist. Ferner erfolgt die Fortpflanzung langsamer, wenn das Medium dicht ist, als wenn es dünn ist. Es ist leicht nachzuweisen, dass wenn E die Elastizität bezeichnet und D die Dichte, dass dann die Geschwindigkeit dargestellt wird durch die Quadratwurzel von E dividiert durch D. Wenn also die Dichte des Mediums, in dem sich die Lichtwellen fortpflanzen, so groß wäre wie die des Stahls, so müsste seine Elastizität, der die Geschwindigkeit des Lichtes ungefähr 60.000 Mal so groß ist wie die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles in einem Stahldraht, 60.000 Mal so groß sein wie die Elastizität des Stahles. Somit müsste das Medium, so haben die ganz mechanistisch das durchgerechnet, welches die Lichtschwingung trägt, eine Elastizität von der Größenordnung von 3,6 Milliardenfache der Elastizität des Stahls haben. 3,6 Milliardenfache der Elastizität des Stahls. Wenn nun die Elastizität des Mediums dieselbe wäre wie die des Stahls, so würde seine Dichte 3,6 Milliarden Mal so klein sein müssen wie die des Stahles. Also rund 50.000 Mal so klein wie die Dichte des Wasserstoffes, des leichtesten Gases, das wir kennen. Offenbar muss demnach ein Medium, in dem sich die Schwingungen mit solch ungeheurer Geschwindigkeit fortpflanzen, eine ungeheuer große Elastizität und eine abnorm niedrige Dichte haben. Jedenfalls werden seine Eigenschaften von ganz anderer Größenordnung sein als die Eigenschaften der Substanzen, mit denen wir es gewöhnlich zu tun haben. So, das war ganz mechanistisch überlegt. Man kann darüber lächeln, heutige Physiker sagen, ja, das ist mechanistische Überlegungen, wir sind ja weit darüber hinaus. Gar nicht. Das zeigt ja das Problem. Dieser Stoff, dieser feinste Stoff, muss ungeheuer dicht sein. Er muss die Materie wie Schaum durchschlagen und gleichzeitig ist er so elastisch, so fein, so extrem dünn, fein. Kein Gas kann in die Nähe kommen. Das also hat paradoxe Eigenschaften. Also zwingt diese Frage die Physiker dazu, die Welt der klassischen Mechanik und der materialistischen Physik zu verlassen. Und in gewisser Weise war es so. Und es geschah übrigens auch. Das war ja interessant, dass Faraday mit seiner Feldtheorie, mit seinen Lines of Force, also Kraftlinien, ja schon mal eine Theorie aufgestellt hatte, die jenseits materieller Wirkmomente funktioniert. Das heißt, es war schon nichts Materielles mehr. Maxwell hat es dann mathematisiert, Faraday verstand nichts von Mathematik und hat deswegen diese Erkenntnisse übrigens gehabt. Interessanterweise war er gerade weil nichts von Mathematik verstanden. Maxwell hat das dann auch ein bisschen wieder mechanisiert, hat da auch mechanische Wellenvorstellungen, Modellvorstellungen reingebracht, aber letztlich war es eine fantastische, eine phänomenale Theorie, die übrigens auch Einstein bewunderte. Übrigens auch Helmut Krause in seinem Buch Der Baustoff der Welt schreibt, dass das eine ganz großartige Leistung ist und das in gewisser Weise ist die Frage, wer hat diese Leistung weitergeführt? Einstein meinte, er hat es getan. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube eher durch die Radialfeldverstrahlung
wie sie durch den Kosmologen und Philosophen Krause dargestellt wurde, dass das eine Weiterführung ist dieser Theorie. Das heißt also, Vater Maxwell waren ja da, das gab es auch, das war im Hintergrund. Also die Entmaterialisierung der Materie war eigentlich ein Thema. Und die Physiker haben darüber gegrübelt. Und es war heiß diskutiert und es war ein offenes Feld. Und 1905 hat Einstein dieses offene geschlossen. Natürlich erstmal in einem kleinen Kreis und dann aber zunehmend seinerseits eine lähmende Autorität entfaltend nach 1919, in den 20er Jahren dann. So extrem, dass es fast absurd erscheint, in der Öffentlichkeit das anzuzweifeln. Das ist ja auch so, ich sag's nochmal, der Grundimpuls für die spezielle Relativität ist dieser Versuch. Deswegen ist er auch so wichtig für die Wissenschaftsgeschichte. Zentral wichtig. Also ist ein Schlüssel, in diesem Fall wirklich ein Schlüsselversuch. Und ich habe verschiedene, wenn man im Internet kann man nachgucken, was gibt es für Erklärungen dafür. Die sind alle nicht überzeugend, wenn sie alternativ sein wollen. Also alle, auch die Einstein-Kritiker, sind oft ziemlich, sagen wir mal, schwach. Weil sie sehen Fehler, sie sehen Schwachstellen, aber sie haben nicht wirklich eine Alternative zu bieten. Weil so einfach ist es nicht. Das Ganze ist auch ein in sich geschlossenes, mathematisches, ein zirkuläres System, was man durchrechnen kann. Deswegen natürlich auch schwer zu widerlegen. Es ist sehr schwer zu widerlegen. Es hat natürlich intelligente Versuche gegeben, die ich auch zum Teil kenne. Aber man muss eine Alternative anbieten. Das haben wir im Urknall besprochen. Nicht? Einiger sagte ja in dem frühen Urknall-Video, der Kircher ist ja intelligent, der bringt ja viele wichtige Argumente gegen den Urknall, aber was hat er dagegen, was hat er anzubringen als Gegenargument? Hatte ich ja schon was gesagt, wir haben ja immer wieder was gesagt, und hier sage ich es auch nochmal. Alle Körper auf der Erdoberfläche, auf diesem Gestirn, das sich rasend schnell bewegt, scheinen in Ruhe zu sein. Wir haben das Gefühl der Ruhe, weil die Materie, die Gestirnmaterie und wir selber auch als Materie in unserer ganzen alltäglichen Ausstattung ja auch, als Ptolemäer, der wir ja sind, als sinnlich-physische Wesen, also sind davon vollkommen bestimmt, weil dieses primordiale Feld, dieses radiale Feld, was in alle Richtungen verstrahlt, mit erstmal unendlicher Geschwindigkeit, die Gestirnmaterie zusammen und durch den Raum trägt. Und im Verhältnis dazu gibt es keine Bewegung. Das heißt, der Mensch, wir ruhen im Verhältnis zum Radialfeld. Unter unseren Füßen, wenn man das sozusagen verlängert, was uns zu Boden zieht, so sozusagen, wir haben das Bestreben, da sozusagen alles strebt in den Mittelpunkt der Erde, zur Auflösung in das Absolute, zur Auflösung in das Unendliche. Wir sind dadurch im Unendlichen gehalten. Da kommt man schon in die metaphysische Ebene rein. Das ist dann nicht mehr nur Physik, aber es ist eben auch Physik. Oder man sagt eben, okay, das brauche ich alles gar nicht. Und man klopft dann die, und das ist das Verrückte, dass Einstein ja auch philosophisch gedacht hat. Einstein war ja nicht nur Spinozist, er war auch ein Schopenhauer-Verehrer, viele nicht wissen, er war auch Metaphysiker, nämlich Lichtmetaphysiker. Das Verrückte ist, dass Einstein eine Lichtmetaphysik gegen Newton ausgespielt hat. Newton, der ja auch auf seine Weise Metaphysiker war, aber anders, war aber im Licht eigentlich Materialist. Das Licht war für ihn einfach Korpuskel. Werden da abgefeuert und Brechungsindizes, das kann man ausrechnen. Goethe hat dagegen leidenschaftlich polemisiert, wie man weiß. Auch die Wellentheoretiker haben dagegen polemisiert, kamen nicht durch. Newton hatte sozusagen das Feld bestimmt und seine Theorie war siegreich. Und dann die Frage, okay, mit dem Feld, das habe ich ja erklärt, wenn das Licht tatsächlich, die Experimente belegen das ja, in der raumüberbrückenden Funktion tatsächlich Wellenbewegung hat. Das ist ja offenbar so. Dann, worin schwingt das Licht? Und warum ist es geradlinig? Weil es in die Geradlinigkeit der Radialverstrahlung eingebettet ist.
Also die, das kann man erklären. Und da kann man auch die Ergebnislosigkeit dieses Versuches erklären. Das ist geradezu ein Beleg, ein Beweis dafür. Und die Einsteinsche Lichtmetaphysik ist eigenartig, weil er letztendlich davon ausging, das Licht ist so absolut, dass es sogar Raum und Zeit kautschukähnlich verbiegen kann. Was natürlich absurd ist, weil der Licht, die Geschwindigkeit ist ja abhängig von Raum und Zeit. Das ist eigenartig. Das, und dann kommt ja auch die Frage, Einstein sagt, na gut, das, die Strecken sind verkürzt, erscheinen verkürzt, die Zeit dehnt sich, erscheint gedehnt. Schon die Frage, was denn? Einstein hätte ja immer gesagt, bitte, erscheint es nur so? Ist es ein metrischer Effekt, ein Scheineffekt sozusagen auf dem Papier? In Wirklichkeit ist es nicht so oder ist es wirklich so? Und da kommen natürlich die Relativitätstheoretiker in Schwierigkeiten und sagen, das ist eine vorrelativistische Frage. Die kann man gar nicht stellen. Das ist falsch. Das ist einfach tabu. Also der normale Lieschen Lapp, sag ich mal, okay, die Strecke verkürzt sich, soll sich verkürzen. Okay, wenn das so ist, wie kommt das? Gibt es einen physikalischen Effekt? Was ja der Fitzgerald angenommen hatte, der es aufgestellt hat, die These, naja, es gibt eben sozusagen im Äther, das schiebt sich das ein bisschen zusammen, ja. Diese Krause spottet darüber wie Badeseifen, wenn die Stirn wie Badeseifen behandelt. So, oder Einstein sagt, ja, das erscheint nur so. Oder mit der Zeitdehnung, ist die Zeit wirklich gedehnt? Die Zeit ist gedehnt durch Bewegung, ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Oder erscheint es nur so? Ich habe mir die Mühe gemacht vor vielen Jahren, Physiklehrbücher daraufhin anzugucken. Es geht heillos durcheinander. Hm. Selbst Heisenberg, der ja, was viele nicht wissen, auch durchaus kritische Töne zur Relativitätstheorie geäußert, das wissen viele gar nicht. Ich weiß es nicht, nur weil ich ihn persönlich kannte, auch in anderen Zusammenhang. Also es ist eigenartig, dass das so, so gesehen wurde, dass man also annahm, dieses Licht ist quasi nicht veränderbar, es ist eine absolute Größe. Aber die Zeit dehnt sich mysteriös. Heißt, ich habe das nachgeguckt in einem seiner Bücher, wo er das referiert. Und da sagt er auch, scheint so zu sein. Ja, und dann scheint, er benutzt das Wort scheint oder ist für einen Beobachter. Ist für einen Beobachter, ist doch auch, es scheint nur so. Oder ist das nur ein Trick in der Formulierung? Also keiner will sich festlegen. Das ist eine ungenaue Formulierung. Ich habe übrigens mit Heisenberg darüber selbst gesprochen. Ich habe übrigens das erklärt, dieses, wie ich das verstehe, auch mit Krause und dem. Er war sehr zurückhaltend, hat sich da nicht festgelegt. Da bin ich auch die. Wir haben uns 1974 getroffen im Sommer und ein langes Gespräch gehabt, auch darüber gehört der Newton und auch über Krause und so. Und über diese Frage hat sich nicht festgelegt. Er hat sich sehr ruhig verhalten und ich habe mir das erklärt und auch nachher im Brief an mich, er war sehr zurückhaltend. Hm. Da steht vieles Richtige drin, aber musste doch, also hat sich sozusagen diplomatisch verhalten und auch sehr freundlich, nicht? Also nicht dagegen geschossen. Muss man wissen, dass Heisenberg wie auch andere in seinem Fahrwasser noch sich intensiv mit Goethe beschäftigt hat und Goethe sehr schätzte. Auf jeden Fall, Schein oder Sein. Ich benutze ja dafür den Begriff impressionistisch. Ich sage ja schon in Räume, Dimensionen, Weltmodelle in der Einleitung, die moderne Kosmologie ist impressionistisch. Mhm. Ja, die Wirklichkeit ist nicht expressionistisch, in gewisser Weise jedenfalls nicht, in gesamten, dann auch wieder doch. Aber was ist denn nun mit Schein und Wirklichkeit? Es gibt ja diese endlosen, bis zur Lähmung der Gehirnfurchen, lähmend abgehandelten Überlegungen, was ist ein Lichtsignal auf einem fahrenden Zug, in diese Richtung. Einstein hat sich schon als 14-Jähriger überlegt, was ist, wenn ich auf einem Lichtstrahl sitze, wie ist das eigentlich mit mir dann? Oder auch die Frage, die dann gestellt wurde, ein Männchen, die berühmten Einstein-Männchen in allen Physiklehrbüchern, einer reitet auf dem Strahl in diese Richtung und der andere reitet auf dem Strahl in die andere Richtung. Aber auf dem Lichtstrahl sind die zueinander im Verhältnis von 2c doppelte Lichtgeschwindigkeit oder auch nur einfache Lichtgeschwindigkeit. Da haben manche
Relativitätstheoretiker dann Schwierigkeiten. Ja, was nun? Doch 2c oder nicht 2c? Kurzum, ich will jetzt nicht in die, hier in die ganze ewige Polemik eingehen, Relativitätstheorie 1, die spezielle, stimmt die oder stimmt die nicht? Sie ist ein atemberaubender, kühner und mathematisch konsistenter Versuch, das Problem zu lösen, aber sie hat unsäglich viele Schwierigkeiten. Nicht nur der Alltagsverstand revoltiert dagegen, sondern auch ist natürlich eine ganz andere Physik dann, dass die dann so zustande kommt. Es ist letztlich eine, was macht man da, wenn man das alles aus den Angeln hebt? Außerdem, wenn man, wurde das dann auch mathematisiert. Es gab den Mathematiker Minkowski, die sprangen dann auf in den Zug und haben dann auf den Hut gezaubert, die vierdimensionale Raumzeit. Also ob die Zeit eine vierte Dimension sein könnte, ist was vollkommen anderes als der Raum. Da müsste man darüber sprechen, was ist die Zeit, was ist der Raum. Das wurde alles dann weggewischt auf diese Weise. Das ist keine Philosophie, das ist einfach der Sprung in den, in das, in, sagen wir mal, ich könnte jetzt ins Fantastische, was man aber mathematisch durchspielen kann. Und da ist man in einem ganz, ganz entscheidenden Feld. Da ist man ja letztlich auch in einem metaphysischen Feld. Da ist man auch bei der Grundfrage, in was für einem Kosmos leben wir überhaupt? Und wie sieht das aus? Gibt es das Absolute? Also sagt, ja, es gibt es, das ist das Licht. Das im Grunde genommen kann man ja sogar Einstein noch, kann man sagen, gut, das ist ein Schritt weiter. Newton war in diesem Sinne Korpuskulartheoretiker als Lichttheoretiker. So, Einstein geht einen Schritt weiter und sublimiert das Ganze zum Licht hin. Jetzt müsste man noch einen Schritt weiter gehen und auch das Licht zur Variable macht, was es nach meiner Überzeugung ist. Das ist ja auch, jüngst hat ja Alexander Unsicker nochmal wieder vorgestellt, dass Einstein selber eine Weile 1907, 1911 die Auffassung vertrat, das Licht sei eine Variable, die Geschwindigkeit sei überhaupt nicht absolut. Seiner eigenen Theorie widersprechend. Er hat es dann wieder, neudeutsch gesagt, gecancelt. Also das Licht ist eine, nach meiner Überzeugung eine Variable und man müsste, kann man das messen? Müsste man auch messen können? Es gibt verschiedene Lichtmessungen. Obwohl seit 1972 wird die Lichtgeschwindigkeit per Definition festgeschraubt. Sozusagen, sie wird quasi von Amts wegen festgelegt. Ja. Und sonst gibt es Messungenauigkeiten. Aber es gibt genügend Hinweise darauf, dass die Lichtgeschwindigkeit Tageszeiten abhängig ist, dass die Breitengraden abhängig ist. Ich sage ja seit langem. In der Radialfeldvorstellung, genau, das Licht langsamer ist als Postulate das Licht ist intensiver, die Wellenlänge ist größer, aber die Lichtgeschwindigkeit ist kleiner am Äquator. Ich meine auch, dass man es messen kann. Hat bisher noch keiner gemessen, aber ich behaupte das mal. Ich meine, dass da was rauskommt. Aber ich kann den Wert nicht nennen ganz genau. Das ist unmöglich, das kann man gar nicht. Das ändert sich übrigens, diese Werte auch bei Michelson-Morley. Die verändern sich auch über den Tag hinweg und auch über die Jahreszeit. Er hat das immer wieder neu gemacht. Also es wurden sehr viele Michelson-Morley-artige Versuche durchgeführt. Ergebnisse variieren. Die Radialfeldhypothese postuliert, das Licht an unterschiedlichen Höhen, Breitengraden, Tageszeiten, Jahreszeiten. Und das hat alles Einfluss darauf. Das heißt, wir haben jetzt... Dann hätte ich jetzt noch zwei Fragen, bevor wir zur Zusammenfassung kommen. Zwei Fragen nur. Ja. Viele Fragen. Also, der Versuch wurde sehr oft wiederholt und es gibt sehr viele Messergebnisse. Je nachdem, welche Prämissen man hat, interpretiert man diese Messergebnisse auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Was mich jetzt interessiert ist, wo sind die Messergebnisse gespeichert? Wer... Also was ist die Logistik hinter den Messergebnissen? Wie fälschungsanfällig sind die? Also wie kanonisierungsanfällig? Dass zum Beispiel gesagt wird, das wurde alles schon, hat man vorher mal bearbeitet, wir veröffentlichen nur die bereinigten Ergebnisse oder sowas. Mhm. Wie ist dieses Layout der Ergebnisse? Wie einfach ist es für einen Laien, sich einfach mal die Messergebnisse anzugucken und seine eigene Theorie zu entwerfen? Das kann er nicht. Der sogenannte Laie greift ja auch nicht zum Physiklehrbuch
weil da so viele Formeln drin sind, da schwindet ihm der Kopf und das macht er nicht. Also schon das Physiklehrbuch ist zu schwierig. Mhm. Aber er kann bei Wikipedia nachlesen. Ja. Und das kann er machen. Und da gibt ja auch Darstellungen. Gestern Abend habe ich mir die Mühe gemacht, mal ein junger Mann hat das vorgetragen, ganz brav gemacht, aber er hat ja nichts verstanden von der ganzen Sache. Das kann man auch machen. Man kann die Physiklehrbücher einfach nachbeten oder Ergebnisse. Aber das sind nicht die originalen Messergebnisse. Nein, nein, die originalen Messergebnisse bekommen. Das ist die Frage, ganz kurz dazu, das ist die Frage der Rohdaten. Ja. Die Grundfrage der Rohdaten und der Klimaforscher. Die Klimaforscher veröffentlichen nicht ihre Rohdaten, deswegen diese endlose Debatte über dieses Klima. Die Rohdaten können manipuliert werden, sie behalten sie unterm Tisch. Wo sind die Rohdaten? Ganz schwierig. Man muss da sehr lange forschen, ehe man auf diese Rohdaten kommt. Das ist ja auch in der Medizin so, wenn man da weiter nachfragt, woher weißt du das eigentlich? Ja, die Autorität, da steht es doch, guck mal nach, da steht es gar nicht. Und dann, wo ist die Autorität? Man muss an die Originalpapers rankommen und das ist ganz schwierig. Manche haben es versucht und haben es gemacht. Ich hatte mir aber auch mal in einem Buch Originalpapers mir angeguckt, auch zur Sonnenfinsternis-Expedition, zumindest zu den Miller-Morley-Versuchen, also 25. Und da gibt es eine ganz gezackte Linie. Und man fragt sich, wie man da eindeutige Dinge ablesen kann. Ich habe das mal in einer Vorlesung auch vorgestellt, die hat das erklärt, auch ich glaube sogar an dem Beispiel der Sonnenfinsternis, bzw. der Krümmung der Lichtstrahlen, die nach dem Radialfeld ganz einfach zu erklären sind, die müssen gekrümmt sein, und habe das auch dann gezeigt, die Streuung der Rohdaten und die Kurve. Und was es fantastisch ist, daraus eine Kurve zu bauen, übrigens auch bei diesen Werten, da kommen wir noch drauf. Im Auditorium saß, ein, zwei, drei Jahre war ein Chemiker bei mir, also immer wieder Naturwissenschaftler, die auch bei mir hörten, die es interessant fanden und was sie sich trauen und so. Und hinterher privat hat mancher was gesagt, was er offiziell nicht sagt. Respekt immerhin und so. Also auch dieser Chemiker kam immer. Und der hat dann, als ich das brachte, sagt er, das ist empörend. Sie diskreditieren die Naturwissenschaft. Sie machen den jungen Leuten und den Zuhörern, machen das sozusagen malig. Das ist alles sehr schwierig und das ist alles so. Aber sie tun ja so, als ob das alles Willkür wäre. Das hatte ich nicht gesagt. Ich hatte nur gesagt... Aber er hat es interpretiert, das ist interessant. Einstein sagt mal in einem berühmten Gespräch mit Heisenberg, das er zitiert er, erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann. Der normale Verstand kommt da ins Tool. Bitte? Die Theorie erst entscheidet darüber, was man beobachten kann? Was soll denn das sein? Ja, so. Das ist, ja, was heißt das? Das heißt natürlich auch, dass unsere Weltwahrnehmung, übrigens gilt das generell, im Rahmen bestimmter Voraussetzungen erfolgt, die wir auch kulturell eingespeichert bekommen haben. Eingetrichtert, kann man sagen. Ja, das ist eine Pfadabhängigkeit. Total. Ja. Mhm. Also wir sind ja auch alle davon, bis von klein auf sind wir da beeinflusst. Und das aufzubrechen ist ungeheuer schwierig, weil da Tabus überall sind. Nach dem Motto, das kann nicht sein. Wenn, also die Herrschte, wenn das wirklich so wäre, müsste es doch längst bekannt geworden sein. Ja, so einfach ist es nicht. Also die Spatzen pfeifen es nicht von den Dächern. So ist es nicht. Aber dafür soll ja auch diese Serie ein bisschen dazu beitragen, das zu öffnen, sich diesen Fragen zu öffnen und nicht mehr sich auf die großen scheinbaren Autoritäten. Ich finde wichtig, dass man einfach Fragehorizont aufmacht. Ich sitze ja nicht hier und sage hier ex cathedra wie irgendein Guru, ich weiß jetzt alles und Leute. Sinkt in die Knie und so ist es einfach und alle anderen haben Unrecht. Und auch, das sage ich ja nicht. Es geht darum, einen Horizont aufzumachen, das vorzustellen. Ich fordere jeden auf, und es einen Preis dafür aussetzen muss, ja? Jeden auf, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Wer es nicht machen will, muss es ja nicht machen. Man muss mir aber dann auch nicht, was ich auch schon gesagt habe, am Ende von dem Lichtvideo, man muss mir da noch nicht die Ergebnisse der Physik entgegenhalten, die kenne ich ganz gut. Man muss nicht sagen, er hat Harald Lesch gelesen und dann gesehen und dann sagen, der sagt es so und deswegen sind sie im Irrtum. Das ist langweilig. Das kenne ich doch alles. Dann schon, wenn er intelligent ist,
okay, dann soll er auf die Sache einsteigen, zum Beispiel auf die Radialfeldforschung. Er könnte das Buch lesen, ist ja immer wieder auch Anführer. Mhm. Er könnte von Krause, er könnte mein Buch Räume, Dimensionen, Weltmodelle lesen. Er könnte sogar sich der Mühe unterziehen, das eine oder andere Buch von mir sonst auch noch zu lesen. Mhm. Und überhaupt über diese Frage grundlegend nachzudenken. Ich sage nochmal, mich interessieren diese Fragen auch, zwar auch intellektuell. Ich habe auch ein Vergnügen daran. Ich habe auch ein Vergnügen an erkenntnistheoretischen Fragen. Ich kann mich daran richtig ergehen. Aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Weil dann wird es, dann rotiert der Verstand. Das bringt dann nichts. Man muss dann auch irgendwann versuchen, festen Boden zu finden. Und deswegen, meine ich, muss man einen Schritt weiter gehen. Es geht nicht nur um Erkenntnistheorie, sondern um die Prämissen. In was für eine Welt erleben wir? Wie ist der Mensch da eingebaut? Sind wir heraufgewirbelte aus der kosmischen Nacht? Sind wir Nichts? Sind wir belebte Nichts? Was hat es mit uns auf sich? Wie sieht die Erde aus? Und auch diese Theorien alle, das muss ich auch nochmal sagen, entstehen ja nicht einfach so im luftleeren Raum oder fallen vom Himmel, sondern es ist ja im Zusammenhang ganz bestimmter kosmischer Rhythmen erscheinen die Theorien und werden so vorangetrieben. Irgendwann im Falle der Physik, das darf man nochmal mit erwähnen, meine Damen und Herren Physiker, vor allem die Herren, aber es gibt auch Damen, es gibt die Atombombe. Und das ist nicht das Ergebnis korrumpierter oder irregeleiteter Politiker. Auch die haben ihren Anteil daran. Aber in erster Linie das Ergebnis der theoretischen Physik. Die klassische Physik, mit der kann man keine Atombombe bauen. Dann sagen Physiker, ja, sieht man doch, die Atombombe funktioniert, also stimmt's doch. Das ist schwierig. Also das muss man einfach nochmal dazu sagen. Es ist ja auch eine desaströse Entwicklung eingetreten. Auch in der Waffentechnik und überall. Und die theoretischen Physiker sind ja auch bei den Bankern dabei, bekanntlich. Diese desaströsen Modelle, die dann auch die berühmte Bankkrise hervorgerufen haben, sind ja von theoretischen Physikern und Mathematikern entwickelt worden, wie man das ja weiß. Aber kurzum, mich interessiert auch Erkenntnistheorie und ich kann auch gerne darüber reden. Aber mich interessiert in erster Linie als Philosoph die kosmologische Frage. Wer sind wir als Menschen in diesem Kosmos? Die Frage von Leben und Tod in dieser Welt. Und wenn man diese Fragen alle ausklammern und sagen, naja, das ist doch nicht unser Thema jetzt hier, beschäftigen wir uns doch hier mit knallharter Physik. Das finde ich eben nicht. Alles hängt mit allem irgendwie zusammen, sagen ja auch die Quantentheoretiker. Das ist, pfeifen ja auch die esoterischen Spatzen von den Dächern, alles hängt mit allem zusammen, die Esoteriker kloppen sich gegenseitig auf die Schulter. Das bringt gar nichts, weil man muss dann wirklich tiefer forschen und genauer forschen und auch Tabus sich angucken. Und wenn man das da aufbrechen kann, ist es doch schon viel wert. Ich finde das großartig, also das ist doch erstmal was. Wenn man der Auffassung ist, die Sonne am Himmel ist einfach glühende Gase, na gut, das sind glühende Gase, kann man ja annehmen, kann man auch durchrechnen, aber ich glaube es einfach nicht. Mich haben die Physiker nicht damit überzeugt und die Astrophysiker. Das habe ich auch gesagt. Es sind alles belebte Kugeln und alles ist völlig anders, als die herrschende Sicht annimmt. Und das machen wir ja auch in unserer Serie. Mhm. Trotzdem kann man in Einzelheiten gehen. Aber ich, muss noch mal sagen, kann natürlich jetzt hier nicht minutiös den Michelson-Morley-Versuch noch mit Tafel, Bild und so weiter darstellen, das ist ja unmöglich. Das ist auch langweilig. Das ist auch schon schwierig, dem jetzt so zu folgen. Ich könnte auch dann auch Einstein referieren und sagen, was bedeutet die Größe? Wo ist so 1 minus V Quadrat durch C Quadrat? Das kann ich machen. Aber irgendwann schaltet dann der Zuschauer ab und schläft entweder ein oder findet das zu intellektuell und macht ihm dann keine Freude mehr. Mhm. Aber wenn man ihm sagt, guck mal, du lebst in einer ganz anderen Welt. Guck dir mal das Licht an, es ist ganz anders. Und es gibt Experimente, die man vielleicht machen kann. Ist das so interessant? Und vielleicht ist der Kirchhoff doch ganz, ist er doch, hat er irgendwas zu bieten, kann man ja mal versuchen. Hm. Und das möchte ich abschließend nochmal sagen, das rege ich an. Ich will den Einzelnen ermuntern, wirklich ermuntern, ich will ihn nicht klein machen, sondern ihn in seiner Würde,
in seiner kosmischen Würde eher stärken. Er soll sich nicht klein machen. Er soll auch mir nicht glauben unbedingt, sondern er soll, ich bin da kein Guru in dieser Sache, sondern er soll einfach sich auf den Weg machen, nachforschen. Selber forschen. Ja. Und da gibt es im Internet Möglichkeiten. Da gibt es auch viel Irrsinn, der tanzt. Viele Leute, die meinen, sie wüssten es und sich ganz breit machen und wichtig machen. Und als auch als Physikgurus auftreten oder als Einstein-Kritiker, sie meinen, sie wüssten nun alles ganz genau. So einfach ist es einfach nicht. Das Ganze ist eine schwierige Materie. Man muss in die Prämissen reingehen und man muss auch, um den Bogen zum Anfang zu spannen, in die Wissenschaftsgeschichte reingehen. Ich sage nochmal, die moderne Physik ist entstanden aufgrund der Herausforderung des Kopernikanismus. Warum merken wir nichts von der Rasenbewegung der Erde? Das musste irgendwie hingekriegt werden. Darüber musste man nachdenken. Und das hat die Physik versucht. Man musste eine Lösung finden. Es gibt Grundfragen, ne? Und nach der Belebtheit des Kosmos, die man damit auch alle zusammenhängt, nicht? Und alles kann anders interpretiert werden. Auch die wunderbaren, gestochen scharfen Bilder der Sonden, die man jetzt sehen kann vom Jupiter und so, großartig, wunderbar. Aber wenn man die Oberflächenstrukturen sieht, dann ahnt man, dass da noch was anderes dahinter ist. Und also diese Fragen, dieser Versuch ist ein kleines Teilsegment, aber hat Wissenschaftsgeschichte gemacht. Also ohne diesen Versuch hätte es die Relativitätstheorie wahrscheinlich nicht gegeben, würde ich mal vermuten. Also könntest du nochmal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, die Wirkung, die Einbettung und die Wirkung des Michelson-Morley-Versuchs und die alternative Interpretation durch die Radialfeldhypothese? Ja, also der Michelson-Morley-Versuch war die Frage, kann man die Erdbewegung auf optischem Wege feststellen? Ja. Man hatte ganz kurz auf optischem Wege nachstellen, geht das oder geht das nicht? Ja. Die Sache mit dem Ätherwind. Man stellte fest, okay, das geht nicht. Entweder gibt es den Äther gar nicht oder der Äther ruht, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, man musste andere Wege finden. Die hat man gefunden und man hat eine Interpretation geliefert, die ist kühn. Sehr kühn. Die Relativitätstheorie. Ja, und man hat den Äther versucht abzuschaffen. Er kommt natürlich durch die Hintertür wieder rein. Das geht. Also der Versuch wurde für meine Überzeugung falsch interpretiert, unzulänglich interpretiert und in seiner Tiefe gar nicht verstanden, würde ich mal sagen, was es bedeutet. Und die Alternative ist die, dass man von der Radialfeldverstrahlung, die ich hier nicht nochmal in der Breite darstellen kann, ich verweise auf andere Videos, auf Lektüre, die man vielleicht auch vollziehen kann, wenn man ein bisschen Freiraum hat, mal 2 Stunden am Tag. Es gibt auch andere Dinge, die man mal zu einer Zeit machen kann, aber das kann man auch darauf mal verwenden. Das kann nichts schaden. Also, okay, dann ist die, dass durch diese Verstrahlung, die das Gestirn trägt, durch den Raum trägt, eine Ruhe quasi des Gestirnkörpers zu dieser Verstrahlung existiert. Und da kann sich gar kein solcher Effekt in größerer Breite zeigen, es sei denn in einer bestimmten Höhe. Und dann gibt es Krümmungseffekte und Ablenkungseffekte durch die dagegen kommende Verstrahlung. Es gibt also Wechselwirkungsphänomene und die beeinflussen das dann. Und egal auch wo man es dann macht, das ist auch wichtig. Also nicht egal wo, sondern es ist wirklich wichtig. Und dann auch wer es macht, auch das ist wichtig. Es ist, sage ich noch abschließend, tatsächlich so, dass bei bestimmten Forschungsinstituten, wo die Leiter der Institute bestimmte Theorien fest favorisieren, kommen auch die Ergebnisse so raus. Und wenn der Forscher X ein abweichendes Ergebnis hat, ist es für ihn sehr schwierig. Das ist eigenartig. Was man glaubt, wird oft gesehen. Das ist auch in der Physik nicht anders. Es ist tatsächlich so. Man sieht überall Bestätigungen, das auch in, weiß man ja, keiner ist frei davon. Ich glaube etwas, überall sehe ich Bestätigung dafür. Tja, ist auch Psychologie, ne? Und ich bin auch nicht frei davon. Jeder ist es normal, menschlich. Man kann da auch heillos in die Irre laufen. Das darf man auch immer bringen. Aber man muss sich nicht damit rumquälen, dass man nur da rumgrübelt, irre ich mich nun, das macht einen auch kaputt. Man kann ruhig voranschreiten und sagen, okay, es gibt Überlegungen und man kann denen folgen und
ob sie denn stimmen oder nicht, wird der weitere Verlauf der Geistesgeschichte zeigen. Auf Dauer, denke ich mal, sage ich mal ein bisschen pathetisch, pathetisches Schlusswort von Herrn Kirchner, wird die Wahrheit sich nicht absolut verstecken. Sie wird zutage treten. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank.